Hallo, guten Morgen, meine Lieben. Ganz kurz ein paar göttliche Inputs. Ihr seid so großartig. Ihr seid so großartig. Also, es ist so toll, wie ihr jetzt in dieser Woche tief gegangen seid, in euch reingegangen seid, euch reflektiert habt und in diesem göttlichen Raum auch wirklich die Sicherheit gefunden habt. Hallo, wer ist denn da? Ich sehe es nicht. Ah, huhu, die Maria. Ja, in diesem göttlichen Raum die Sicherheit gefunden habt, reinzugehen in eure tiefsten Ängste und in eure großartigsten Wünsche und Träume. Und genau das darf sein, das soll sein und für das sind wir hier. Also nochmal meinen allerhöchsten Respekt. Ich selbst bin ja noch ein bisschen im Rückzug. Ich werde nachher gleich aufholen. Und aber es gibt nichts Neues von mir. Es ist alles so wie bei euch. Die gleichen Ängste, die gleichen Träume. Deswegen sind wir ja auch alle so wunderbar verbunden und können uns gegenseitig mittragen. Ja, und was für einen Impuls wollte ich euch mitgeben? Das habe ich gerade selber wieder entdeckt, ja? Ich sitze hier noch, das ist mein wunderbares Nachthemd. Vielleicht habt ihr gesehen, ich habe schon Posts gemacht und so weiter und so fort. Ich habe eigentlich schon meine Arbeit gemacht. Und aber trotzdem kommen immer wieder diese Gedanken. Du musst, und warum hast du das noch nicht und das nur? Genau. Diese Selbstgespräche. Ich möchte euch ans Herz legen, diese Selbstgespräche klar und deutlich zu überwachen und zu kontrollieren. Nichts und niemand, keine Stimme im Kopf, hat das Recht, unfreundlich und lieblos mit einem selbst zu reden. Auch nicht man selbst. Das Göttliche möchte, dass wir liebevoll, mit größtem Mitgefühl, mit höchster Unterstützung, mit wärmster Führung mit uns selbst umgehen. Und diese krassen Sachen und diese Vorstellung, ja, du musst ja, sonst kannst du nicht und es muss ja so und so sein und es muss so und so sein und das stimmt alles überhaupt nicht. Das ist unser menschlicher Kopf, das sind unsere Vorstellungen, die sich so festgeballert haben, ja, wenn du erfolgreich sein willst, wenn du einen guten Tag haben willst, wenn du alles richtig gemacht haben willst, dann muss es genau so und so und so sein. Aber so ist es nicht. Es gibt keine Bedingungen, es gibt keine Vorgaben, es gibt es alles nicht. Es gibt nicht, dass du irgendwie sein musst, angezogen sein musst, dass du irgendetwas eins nach dem anderen unbedingt so erledigt haben musst. Es geht immer auch so, dass es sich für dich glücklich, frei und einfach im Fluss anfühlt. Und jedes Mal, wenn so ein Gedanke kommt, ja, aber du solltest doch eher das und das machen. Wisse, dass es keine göttliche Intuition ist. Lerne die Stimme, die Art und Weise, die Wärme kennen, mit der deine göttliche Intuition mit dir spricht. Lerne auf diese warme, liebevolle, wohlwollende, dich erhebende, dich in deiner vollen Schönheit, in deinem totalen Glanz sehende Stimme kennen. Das ist diese göttliche Stimme deines Innersten, deiner Seele, deiner Göttlichkeit, wie du es auch immer nennen möchtest. Und das ist die Stimme, die dich liebt und trägt. Und nicht irgendeine Stimme, die wiederkommt, du musst aber und du hast die dann noch nicht und warum noch nicht und wieso hast du das und jetzt ist nichts dabei rausgekommen und so weiter und so fort. Diese Stimme, die hat nicht recht. Diese Stimme will sich immer in den Vordergrund bringen, weil sie meint, dadurch dir Sicherheit zu geben, dir Orientierung zu geben. Aber das ist eine materielle Orientierung, die nicht standhält. Ja? Selbst der größte Felsen, wenn du ihn von hoch genug runterschmeißt, zerbricht er. In nichts Materiellem, in nichts Substanziellem ist jemals eine Sicherheit, ist jemals eine Kraft gewesen und wird niemals sein. Unsere wahre Kraft ist in der Energie, im Nicht-Materiellen, im Spirituellen, in unserem Bewusstsein, in unserem göttlichen Bewusstsein, in unserer göttlichen
spirituellen Kraft, nicht materiell, geistigen Kraft, in unserem Geist, in unserem göttlichen Geist, da ist diese ganze Kraft drin. Und da immer wieder zu wissen, wer da gerade so mit einem versucht zu kommunizieren. Und immer wieder sich abzuwenden und zu sagen, nein, danke, auf diese Art und Weise wird mit mir nicht kommuniziert. Ich bin ein göttliches Wesen. Ich habe meine Antennen auf die göttlichen Impulse, die göttlichen Nachrichten, die göttlichen Energien ausgerichtet. Die sind hochschwingend, die sind liebend, die sind führend, die sind mich tragend. Und immer wieder achten, ja. Jeder kleine Gedanke, der einfach nur noch so mies ist und dir irgendwie sagt, wieso hast du jetzt den Kaffee noch nicht getrunken, jetzt ist er kalt. Oder was auch immer, ja. Das ist nicht die Wahrheit. Das ist einfach irgend so ein menschlicher Originalton, den wir nicht mehr brauchen in unserem Leben. So, liebe Maria, danke dir fürs Zuschauen. Alle anderen, die es nachher anschauen, lasst euch inspirieren, lasst euch tragen, lasst euch durchs Leben tanzen und glaubt an gar nichts, was sagt, so geht's nicht. So kann man das nicht machen. Tschüssi!